Hallo alle zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, was für Variablentypen es gibt, wie man zwei Zahlen aufaddiert, sie ausgibt und wie man einen Quellcode auskommentiert. Davor möchte ich euch aber noch etwas sagen, wie das Programm aufgebaut ist. Und zwar anhand unseres letzten Programms. Hier sehen wir, dass wir eine Klasse haben, die beginnt mit einer geschweiften Klammer und endet mit einer geschweiften Klammer. Innerhalb dieser Klasse können wir verschiedene, mehrere Methoden haben. In unserem Falle haben wir nur eine Main-Methode, die beginnt mit einer geschweiften Klammer und endet hier mit einer geschweiften Klammer. Wenn wir ein Programm starten mit dem Play-Button hier oben, sucht er automatisch in dem Programm nach einer Main-Methode, denn dies ist sozusagen der Eingangspunkt und führt alles aus, was in dieser Main abgefragt wird. So entsteht ein kleines Programm. Wir machen erstmal weiter mit unserem Programm, dann werdet ihr das schon etwas besser verstehen, falls ihr das nicht verstanden habt. Dazu erstellen wir eine neue Klasse. Ich nenne die mal Variablen Finish. Jetzt habe ich vergessen, die Main-Methode anzuklicken, aber die schreiben wir uns jetzt schnell. Public static void main string args und geschweifte Klammer auf. Okay, wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, gibt es verschiedene Variablentypen. Für ganzzahlige Variablen gibt es den byte, short und long. Der Unterschied zwischen den Variablen ist einfach, dass sie eine unterschiedliche Länge haben. Bytes sind kleine Zahlen, 8-Bit-Zahlen, die gehen von minus 128 bis 127. Shorts sind 16-Bit-Zahlen, Ints sind 32-Bit-Zahlen und so weiter. Üblich ist es, mit den Int-Werten zu arbeiten, da sie nicht zu groß sind, nicht zu lange zum Laden brauchen und nicht zu viel Platz wegnehmen. Okay, wir erstellen uns jetzt mal eine lokale Variable. Lokale Variable heißt, dass sie innerhalb einer Methode ist. Wir schreiben einfach mal int. Jetzt brauchen wir eine Bezeichnung für unsere Zahl. Möchten wir zum Beispiel zwei Zahlen aufaddieren, nenne ich unsere erste Zahl. So, jetzt haben wir die erste Zahl deklariert und müssen sie noch initialisieren. Initialisieren heißt, ihr einen Wert zuweisen. Ich schreibe da mal hin 32. Semikolon. Mit einem Semikolon endet man jede Zeile in Eclipse. Wir könnten jetzt weiterschreiben mit hier einfach dahinter int zweite Zahl ist gleich 8. Semikolon. Das hier ist dasselbe, wenn ich hier einfach Enter drücke und das so schreibe. Für Eclipse spielt das keine Rolle. Wenn wir einmal Semikolon gesetzt haben, ist es für ihn wie ein Zeilenumbruch. Okay. Jetzt möchten wir diese beiden Zahlen aufaddieren. Dazu brauchen wir noch eine dritte Zahl, eine dritte Variable. Die nenne ich mal int Summe ist gleich. Die können wir leer lassen, da dort das Ergebnis reinkommt. Okay, jetzt rechnen wir mal. Dazu machen wir einfach Summe ist gleich erste Zahl plus zweite Zahl. So, jetzt. Okay, da war ein Schreibfehler. Zahl habe ich klein geschrieben. Okay, jetzt hat er in dieser Summe diese beiden Zahlen aufaddiert. Die Kontrolle können wir einfach mit unserem System-Out-Befehl machen. System-Out-Println Summe. Okay, jetzt starten wir das Programm und wir sehen, er gibt 40 aus. Wollen wir jetzt zum Beispiel hier stehen haben, Summe ist gleich 40, können wir noch eine String-Variable verwenden. Es gibt Variablen, die auch Buchstaben akzeptieren. Das sind zum Beispiel Char- und String-Variablen. Ich verwende mal eine String-Variable. String Summe ist gleich. Jetzt müssen wir einen String aufschreiben in Anführungsstrichen. Summe und mit Semikolon beenden.
Okay, ich mache da mal einen Doppelpunkt hinter, damit ihr das besser erkennt. Okay, jetzt haben wir System.out.println nur die Summe ausgegeben. Wollen wir jetzt davor diesen Wert haben, schreiben wir auf Summe plus Summe. Diese Summe ist dieser String und die zweite Summe ist dieser Int-Wert. Dieses Pluszeichen heißt nicht, dass er diese beiden Dinge aufaddieren soll, denn das ergibt hier keinen Sinn. Das heißt nur, dass wir eine Kette von Variablen ausgeben wollen. Wenn wir dieses Programm jetzt starten, wird da jetzt stehen Summe Doppelpunkt 40. Wie ich schon vorhin erwähnt hatte, haben wir hier lokale Variablen erstellt. Das heißt, dass diese Variablen nur innerhalb einer Methode sichtbar sind. Sie fangen also an, hier zu leben. Und sobald die Methode beendet ist, also nach dieser Klammer, hört diese Variable auf zu existieren. Haben wir zum Beispiel eine weitere Methode, hier public irgendwas, dort wird diese Variable nicht mehr sichtbar sein. Wollen wir eine Variable haben, wie zum Beispiel haben wir ein Bankprogramm und dort eine Variable Bankguthaben, muss sie im gesamten Programm sichtbar sein. Dann müssen wir die im Klassenbereich erstellen. Diese startet immer mit einer Static-Variable. Wir machen mal die Sichtbarkeit-Einstellung auf Public, das heißt, dass sie im ganzen Projekt, im ganzen Package sichtbar ist. Private gibt es auch, das heißt, dass sie nur in dieser Klasse sichtbar ist. Wenn wir gar nichts hinschreiben, wird er automatisch auf Public gesetzt. Also können wir den, ich schreibe dann einfach mal hin, Public Static Int Guthaben ist gleich 0. Also unser Anfangsguthaben ist 0. Nehmen wir mal an, dass das unsere Einzahlungen sind, das und das. Dann schreiben wir hier hinter einfach statt Summe. Wollen wir jetzt unser Guthaben haben. Kopiere ich den einfach, schreibe den dahin und hierhin. Das ist eigentlich genau dasselbe, nur dass wir statt einer lokalen Variable eine Klassenvariable verwendet haben. Wenn wir das jetzt starten, wird da genauso Summe 40 stehen. Aber diese Variable ist jetzt im ganzen Programm sichtbar. Okay, jetzt noch kurz zu den Kommentaren. Es ist wichtig, sein Programm zu kommentieren, denn wenn ihr ein Programm schreibt, das etwas größer ist und es nach einem halben Jahr oder einem Jahr euch anguckt, werdet ihr vergessen, was ihr da gemacht habt oder werdet ihr wieder viel Arbeit brauchen, da reinzukommen. Deshalb ist es wichtig, Kommentare zu schreiben. Hier ein Zeilenkommentar macht man mit zwei Slash-Strichen. So. Hierhinter können wir jetzt alles schreiben, was wir wollen. Das wird von dem Compiler nicht betrachtet. Und wenn wir das Programm starten, ignoriert er diese alles, was danach steht. Können wir zum Beispiel schreiben, unsere erste Einzahlung. Darunter noch vielleicht ein weiteres Kommentar. Unsere zweite Einzahlung. Haben wir einen Kommentar, das über mehrere Zeilen geht, dann schreiben wir Slash Stern, drücken Enter und jetzt haben wir einen Bereich, in dem wir schreiben können, was wir wollen. Jetzt beispielsweise, das ist meine Main-Methode. Hier berechne ich mein Bankguthaben. Möchtet ihr beispielsweise eine Zahl haben, die ihr nicht verändern könnt? Dann müsst ihr diese Zahl auf Final setzen. Dann ist es keine Zahl mehr, also keine Variable mehr, die verändert werden kann, sondern eine Konstante. Beispielsweise, wir haben einen Zinssatz, der jedes Mal derselbe ist und nicht abgefälscht werden kann. Dann setzen wir diese Variable auf Final. Haben wir dann Public Static Final Int Zinssatz. Nehmen wir mal einen Double-Wert, da wir eine Kommazahl verwenden. Double Zinssatz ist gleich 2,8%. So, jetzt haben wir eine Final-Variable erstellt. Diese kann im Laufe des Programms nicht verändert werden. Versuchen wir das, werden wir eine Fehlermeldung kriegen. Beispielsweise Zinssatz
ist gleich Zinssatz plus 1, Semikolon. Hier haben wir jetzt eine Fehlermeldung, wenn wir uns die mal angucken, steht da, dass es sich um eine Final-Variable handelt und diese wir nicht ändern können. Löschen wir diese Zeile einfach mal wieder. Und das war's dann auch schon für heute. Im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie man das mit den Schleifen macht, was für Schleifen hatten. Es gibt die If-Schleife, Vorschleife und so weiter.